Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Danke erstmal im Voraus, bevor es überhaupt losgeht, an 13.000 Abonnenten heute erreicht. Vielen Dank für diesen Support. Wirklich, wirklich mega geil. Jetzt kommen wir zum Punkt. Der Arena-Teaser ist komplett abspielbar, sage ich jetzt mal. Alle vier Teaser-Phasen sind bereit. Die ersten drei Teaser-Phasen konnten wir zum Release der Teaser schon vervollständigen. Und jetzt ist der finale vierte Teaser, ich glaube, seit 19 Uhr heute zum Dienstag aktiv. Ich zeige euch nur kurz und knapp die allerersten drei Phasen, wie die funktionieren. Ich zeige jetzt kein Gameplay, weil ich habe immer noch viele Fragen auf Instagram und so weiter. Wie genau funktioniert das? Was muss ich machen? Danach gehen wir zusammen in das Trainingsgelände. Dort aktiviere ich die finale Phase. Und wer dann noch ein bisschen Geduld mitgebracht hat nach diesem Teaser, es gibt neue Informationen zur mobilen Version auf der offiziellen EA-Seite. Wie es losgeht, wann es losgeht, in welchen Regionen, wann ungefähr der Release vielleicht in anderen Regionen sein könnte und so weiter. Da werden ein paar Fragen beantwortet. Ich gehe jetzt erstmal durch, wie genau funktioniert es. Dazu wechseln wir. Moment, ich sehe gerade, war ich hier richtig? Nein, ich muss hier hin. Wir fangen erstmal mit dem ersten Teaser an. Nummer 1, ganz einfach. Und übrigens, wir haben nur noch eine Woche und 6 Tage, Stand heute zum 20. April, Zeit dafür. Das heißt, zum Start von Season 9 können wir diesen Teaser logischerweise nicht mehr abschließen. Also haltet euch rein. Erste Phase, ganz einfach. Ihr sucht euch so ein Care-Package und da sollte normalerweise für jeden so eine Codekarte drin sein. Achtung, meiner Meinung nach nur wirklich nur Care Packages, keine Lootboxen. Ich habe die ganze Zeit nie in einer Lootbox so einen Teil gesehen und kenne auch niemanden. Aktuell Stand jetzt, schreibt es in die Kommentare, falls es anders sein sollte. Ansonsten einfach so ein Care Package aufsuchen. Meist, die fliegen aus diesem Care Package raus. Die liegen auf dem Boden. Es könnte sein, dass ihr die zum Beispiel hier auf Olympus im hohen Gras nicht gleich entdeckt. Die hängen quasi nicht da drin. Ganz wichtig. So, wenn ihr diese Codekarte habt, sind wir in der Lobby. Moment, da gehen wir einfach hier ganz normal in die Hauptlobby und dann seht ihr die Codekarte hier und hier klickt ihr einfach nur drauf. Übrigens, Ash, by the way, dritte Phase, könnt ihr auch hier einsehen, da geht ihr auf den Tracker hier, zack, und da könnt ihr hier die Passcode-Challenge, dieses hier. Ihr seht auch eine Woche, 6 Tage, da geht er drauf oder ich bin schon drauf. Und dann seht ihr hier die ersten, das ist die dritte Phase. Scanne 3 Passcode, Holosprays auf dem Kings Canyon und 3 auf Olympus. Das sind diese Holosprays. Da geht ihr einfach nur ran, dann könnt ihr die scannen. Solltet ihr vielleicht an irgendeinem Teil schon mal gestanden haben und habt das nicht mehr ganz auf dem Schirm, ihr könnt es danach nicht nochmal scannen. Achtung, auf jeder Map gibt es an verschiedenen Spots diese Dinger. Ich habe im letzten Video, wo ich darüber gesprochen habe, da waren die 3 Spots pro Map die einzigen, die aktuell bekannt waren. Da war dieser Teaser noch nicht aktiv. Es gibt auf ganz vielen Orten auf den beiden Maps, auf dem Kings Canyon und auf Olympus, gibt es an verschiedenen Spots, ich glaube, um die 10, 11, 12 so eine Holosprays. Nagelt mich nicht ganz auf die Masse fest. Es sollte auf jeden Fall kein Problem sein, alle 3 zu finden. Wenn ihr die alle 3 gefunden habt, heute ist die vierte Phase aktiv. Das seht ihr auch hier. Enter Passcode at the firing range alone. Ihr könnt quasi mit keinem Teammate dahin. Ich habe es noch nicht aktiviert, wie ihr seht. Deswegen starte ich das jetzt einfach mal. Alter, ist das fett. Und das Geile, das muss ich noch dazu sagen. Das, was hier passiert, ist genau das, was ich, bevor es überhaupt Leaks dazu gab, was da genau passiert, wozu die Plattform ist, ich habe es davor einfach mal schon geahnt. Alter, ist das laut. Ich habe schon viele Videos darüber gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, wie sich einer mal hier umgeguckt hat, was man hier von der Ferne vielleicht sehen könnte. Das sieht schon geil aus. Die Zellen sind tatsächlich gar nicht
Da passt sowieso keine Legende rein, so wie ich ursprünglich dachte, dass da Legenden gefangen sind. Das ist die Motte, von der ich schon mal gesprochen habe. Das ist das offizielle Valkyrie-Logo. Eine Motte. Wie man schon hört, wie sie fighten, das ist so geil. Alter. Also wenn man da nicht auf Season 9 und den Arena-Modus gehypt ist, dann weiß ich es auch nicht, ohne Scheiß. Es ist geil. Es ist so ultra geil. Es ist einfach nur ultra geil. Mehr kannst du aber nicht machen. Jetzt möchte ich nur mal kurz testen, ob man diesen Teaser mehrfach starten kann. Das möchte ich auf jeden Fall mal noch testen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Ash Badge. Das ist ganz wichtig. Wenn das jetzt gehen sollte, gibt es einen kurzen Cut, dann fliege ich da nochmal hin. Denn ich habe mich jetzt absichtlich in diesem kleinen Kreis nicht bewegt, wenn Ash gesprochen hat, weil ich dieses Hologramm mir genau angucken wollte. Aber wir haben die Chance, solange die quatscht, uns ein bisschen zu bewegen. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr erhaschen. Ich meine, ich weiß zwar schon, wie der ganze Spaß aussieht, aber ich wollte jetzt direkt auf dieses Hologramm die ganze Zeit gucken, um die Aufnahme nicht zu versauen. Aber ich will mal gucken, wie weit ich laufen kann. Ah, ich kann es nicht nochmal aktivieren. Also was ich jetzt nicht testen werde, zeigt es mir in den Kommentaren, wenn ihr es schon aktiviert habt, habt ihr vielleicht die Zeit, schaut nochmal auf irgendeiner Map, geht mal in eine Care Package, vielleicht könnt ihr dieses Telefon nochmal aufheben und gebt mir mal ein Feedback, kann man es nochmal aktivieren, ja oder nein. Ich sehe jedenfalls, ich habe es schon aktiviert und ich kann es nicht nochmal machen, leider. Jetzt will ich nur mal kurz gucken, ob unten rechts dieses Passcode-Teil noch zu sehen ist oder ob es verschwunden ist. Es ist tatsächlich weg. Okay, wir haben hier unten rechts dieses Teil nicht mehr. So, jetzt reden wir noch schnell über die mobile Version. Auch schon auf der deutschen Apex Legends oder EA Seite einlesbar. Und hier wird auch geschrieben, dass es jetzt eine Beta-Version geben wird, die im Laufe des Monats rausgebracht wird. Bis jetzt leider nur stand jetzt für einige tausend Spieler. Moment, jetzt muss ich erst mal gucken, wo es steht. Ich suche noch mal kurz. Moment, es steht, glaube ich, hier weiter. Es wird auf jeden Fall die Originalfassung sein. Es wird keine abgewandelte Version sein. Es wird kein Cosplay geben. Das kann ich jetzt auch schon sagen. Und ich weiß, dass die Entwickler dahinter stehen, die auch die mobile Version von Call of Duty gemacht haben. Moment, jetzt gucke ich hier. In Indien und in den Philippinen, das sind die ersten beiden Regionen, auf denen das jetzt im Laufe dieses Monats für einige tausend Spieler spielbar sein wird. Und im Laufe des Jahres oder bis Ende des Jahres sollen weitere Regionen hinzukommen. Es ist aktuell nicht bekannt, welche Regionen das sein werden. Ich gehe aber natürlich von den USA aus, irgendwo in Europa definitiv auch. Wäre natürlich geil, wenn wir da auch ein bisschen bevorzugt werden. Sollte es da mehr Informationen in Zukunft geben, seid ihr bei mir auf jeden Fall hier genau richtig. Und jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz durch. Wann wird Apex Legends Mobile in meiner Region verfügbar sein? Das ist natürlich klar. Man geht übrigens, als jetzt in den letzten Monaten die Infos konkreter wurden, davon aus, dass es irgendwann Anfang 2022 soweit sein wird. Also die finale Fassung könnte tatsächlich so in Richtung März soweit sein. Vielleicht sogar zum dritten Geburtstag. Also was war es, der 4. Februar, 2. Februar, irgend sowas war es, glaube ich. Crossplay wird hier beantwortet, wird definitiv nicht möglich sein, kostenlos ebenfalls. Und auch die Original-Mitarbeiter von Apex Legends basteln auch an der mobilen Variante. Bevor wir zum Ende kommen, das hätte ich fast vergessen, eine Information nochmal an die mobile Version. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das hatte ich vorhin glaube ich erwähnt, die COD-Mobilversion-Macher sind ja an der Apex-Version dran. Wer jetzt denkt, Mensch, eine mobile Version, es gibt ja die Möglichkeit, einen Controller mit dem Handy zu koppeln, dann kann ich so ein bisschen die Handy-Lobbys austricksen und da das Aim des Jahrtausends haben, das
bin ich mir, es ist nicht bestätigt, ich bin mir aber felsenfester Überzeugung, dass genau das nicht machbar ist. Du kannst zwar mit dem Controller dann an dem Handy spielen, wenn du die technischen Voraussetzungen hast, aber in der COD-Version, in der mobilen Version, haben die Macher natürlich etwas eingebaut, was erkennt, dass du mit einem Controller spielst. Und es gibt zwei verschiedene Lobbys. Einmal Handy-Controller-Lobbys und einmal Handy-Touch-Lobbys. Pad-Lobbys. Und das ist geil, dass das das Spiel erkennt und so du keinen Vorteil hast und irgendwie die Touchpad-Lobbys zerstören kannst. Das finde ich auf jeden Fall sehr geil. So, jetzt nochmal den festen Shoutout. Danke an 13.000 Abonnenten für diesen fetten Support. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und auch nochmal der Shoutout gestern für das Valkyrie-Video. Es sind einfach mal statt 500, die ich gehofft habe zu erreichen, jetzt schon 700 88 Daumen nach oben. Schaffen wir vielleicht das zu knacken mit diesem Video? Ich glaube es zwar nicht, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich glaube, das Interesse an diesem Video ist einfach deutlich geringer als an diesem Vlog-Video. Aber ich denke, das Interesse an der mobilen Version wird sehr hoch sein, weil es kostenlos ist und weil man es jederzeit an jedem Ort zocken könnte. Das Einzige, was den meisten von euch wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht, ist das mobile Datenvolumen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was das frisst. Gibt es COD-Junkies unter euch, die mobile Version länger als ich getestet haben? Ich habe es gerade mal 2 Tage durchgehalten, weil mir das zu anstrengend war auf dem Touchpad. Sagt mir mal, wie das mobile Datenvolumen schmilzt. Das würde mich mal interessieren. Also bist du voll im Vorteil, wenn du eine Open-End-Flatrate hast und das mobile Datenvolumen einfach nicht gedrosselt wird. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es und es könnte mir auf jeden Fall, wenn diese Version dann mal rauskommt, einen enormen Vorteil verschaffen, wenn ich unterwegs bin. So, Kommentare vollhauen, was ihr von den Informationen haltet. Das war es jetzt von mir. Wie gesagt, Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.